Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reka. Ja, unser Tagebuch hat sich mal wieder gefühlt eine Millionenfach aktualisiert, aber ich hoffe trotzdem, dass sich nichts geändert hat und dass unsere Aufgaben immer noch soweit abgeschlossen sind. Ich schaue nochmal eben nach. Ein Freund der Krähen, warum steht da nicht mehr, dass es abgeschlossen ist? Also ihr wisst ja mittlerweile, dass ich dem Braten da nicht so ganz traue. Alles andere steht aber noch als gelöst. Ja, warum es hier jetzt gerade nicht drin steht, weiß ich nicht. Aber wir haben definitiv die ganzen Sachen hier gemacht. Hier Aufgabe gelöst. Ein Fest für Krähen. Und das können wir nicht öffnen. Ich werde noch mal eben kurz dahin gehen, obwohl ich das eigentlich nicht vorhatte. Das war jetzt im Norden, ne? Westen, da. Ich werde noch mal kurz hingehen, weil ich dem Braten nicht so ganz traue. Also auf der einen Seite haben wir das natürlich alles schon gemacht. Auf der anderen Seite, es ist halt, glaube ich, noch Early Access, ne? Das Spiel. Zumindest ist es natürlich noch nicht so ganz ausgereift. Und ich befürchte, vielleicht hat sich da jetzt irgendwo was aufgehangen. Und ich würde gerne mit euch nämlich das nächste Gebiet jetzt machen. Moment, ist das nicht wieder Weizen? Nee. Kein Weizen. Ich nehme immer nur die Beeren mit. Na gut. Okay. Ich vertue mich da ständig bei. Ich weiß auch nicht warum. So. Ich weiß, ich habe mit der nochmal gesprochen, nachdem ich alles erledigt habe. Auch nachdem ich hier diese Dings abgeschossen hatte. Diese Vogelscheuchen. Ja, auf Wiedersehen. Ist aber immer noch ein Freund der Krähen, ist immer noch nicht. Tja, wenn wir nochmal mit ihr reden vielleicht. Warum lebst du mit so viel Krähen? Das hatten wir ja alles schon. Deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal alles durchlesen. Dann ist es immer noch gleich. Ich denke, dass das auch nicht mit ihr zu tun hat. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee. Ich denke, dass das auch nicht mit ihr zu tun hat, sondern dass das vielleicht irgendwas mit dem Ort hier zu tun hat. Oder mit den Krähen, die hier sitzen oder so. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr am Leuchten oder so. Mit dem Friedhof hat es wahrscheinlich auch nichts zu tun. Weil in der letzten Folge hatten wir das ja mit diesen komischen Viechern da. Diesen Holzklötzen. Achso, da sitzen zwei drauf, ich wollte gerade sagen. Das sah gerade so komisch aus. Es war aber eine ganz komische Krähe hier. Nö, also ich sehe jetzt hier zumindest auch nichts anderes mehr. Die sitzen auch alle so schön hier und sind am Fressen. Moment, interagieren? Nein. Ach so, das war nur. Okay. Nö. Also ich gehe jetzt mal mit einem beunruhigten Gefühl, aber eigentlich mit einem guten Gewissen hier wieder raus. Kann auch nichts ziehen oder so. Nee. Nun gut. Ach so, das kennt ihr noch gar nicht. Ich habe hier Türen und Fenster angebracht. Und ich habe hier oben alles zugemacht, sodass wir quasi schon eine neue Etage haben. So sieht das Ganze mittlerweile aus. Jetzt habe ich in der letzten oder nach der letzten Folge so schön alle Fenster hier geöffnet und alle sind jetzt wieder zu, jetzt wo ich hier quasi neu gestartet habe. Also hier in der Mitte ist eigentlich der Ofen. Das habe ich hier so ein bisschen zugemacht, damit das von hier oben nicht so optisch stört. Ja, hier könnte man jetzt noch irgendwie einen Schrank reinmachen oder was weiß ich. Da könnte man jetzt beispielsweise zwei große Zimmer machen oder man kommt da raus. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Man könnte jetzt hier abtrennen und da nochmal ein ganz großes Zimmer machen oder ähnliches.
Es sieht nicht perfekt aus, wie jetzt hier vorne die Ecken zum Beispiel. Das ist richtig. Aber ich finde, so langsam wird's. Ja, dann gehen wir mal wieder nach unten. Ach so, eins wollte ich euch noch kurz zeigen, bevor ich das vergesse. Im Baumenü. Wir haben nämlich einiges dazu bekommen. Und ich habe festgestellt, je mehr ich hier zugebaut habe, umso öfter konnte ich unten die Truhe nehmen. Also zweimal konnte ich, glaube ich, insgesamt nochmal die Truhe unten öffnen. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte. Wir haben zum einen nochmal eine neue Katze bekommen. Die könnten wir eigentlich auch hier unten reinsetzen, ne? Die ist eigentlich ganz süß. Ich will die jetzt nicht hier oben alleine reinsetzen. Andererseits, ich kann die dann wieder nicht mehr aufheben, ne? Was ist denn, wenn wir die hier hinsetzen? Das ist doch. Ja, gut, hier ist ein bisschen wenig Platz, ne? Aber das ist doch eigentlich auch ganz süß. Dann ist sie hier eine Küche. So. Invasion der Katzen. So. Hier. Da haben wir jetzt nicht nur. Ich glaube, die Treppen hatten wir beim letzten Mal auch nicht. Es gibt nämlich die kurzen Treppen. Die habe ich jetzt hier vor der Tür gemacht. Und es gibt die langen Treppen. Das ist hier die, die hinter mir ist. Die ist ein bisschen. Ja, ein bisschen gerader hoch, sage ich mal. Und die kann man aber wunderbar benutzen. Ich habe jetzt oben extra zwei freigelassen, damit man hochlaufen kann. Alles wunderbar. Und ich glaube, was neu ist, sind diese Balken hier drin. Auf jeden Fall sind die Fenster und die Türen neu. Das wollte ich euch mal eben zeigen. Das sind die hier. Wenn ihr die einbauen wollt, müsst ihr so ein bisschen rumfrickeln. Ich habe es jetzt so gemacht. Das hier ist die, nee, das hier ist die normale Variante. Die geht nach innen auf. Und hier links die Variante ist, wenn ich das Fenster einmal gedreht habe, das geht nach außen auf. Weil das Problem ist, weil ich so ein, eigentlich ein Doppelfenster haben wollte. Ich habe es noch nicht ausprobiert, die direkt aneinander zu machen. Aber wenn man die andersrum dreht. Oh je, was sollen wir nur machen? Gar nichts, weil ich wollte das Fenster eigentlich anklicken, ihr Schlauberger. So. Weil ansonsten wäre das nämlich direkt hier vor aufgegangen und das ist auch ein bisschen doof. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was haben wir denn eigentlich noch alles im Inventar drin? Mal eben gucken. Ja, ist jetzt nicht so viel, ne? Das Holz könnte ich vielleicht mal in die Kiste noch tun. Ich hatte noch eine zweite Kiste hier hingestellt. Dann habe ich hier mal so ein bisschen mehr Platz. Die Sachen kann ich auch mal eben hier reinsortieren. So. Was ist eigentlich? Ja doch, ich kann damit interagieren. Aber was ist, wenn ich schlafe? Passiert dann irgendwas? Ich weiß es nicht. Ja, Hütte, steh erstmal auf. Nee, ich will nicht Sitz. Ich will. Geh hin, wohin ich sage, genau. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich weiß es nicht genau. Ja, wir gehen jetzt Richtung Süden. Hoppala. Du kannst diesen Ort verlassen und zum nächsten reisen. Ja, bin ich gerade dran. Dankeschön. Sollen wir wieder Richtung Norden gehen einfach? Aber wir sind jetzt gerade hier im Süden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann wieder zurückkommen, weil ich glaube, wir sind von hier unten gekommen, oder? Aber der hat ja gesagt, dass ich da nicht wieder zurückkomme. Ich gehe jetzt einfach mal geradeaus. Keine Ahnung. Hi ho, hi ho. Wir laufen und sind froh. Ich habe den Süden leider verpasst. Tut mir leid, ich hätte auch gerne die Straße genommen, aber ich glaube, die biegen sich wieder hoch, ne? Sobald ich hier. Ja. Und ich denke mal, so sind wir auf jeden Fall schneller da. Möchtest du die Reise fortsetzen? Ja. Ist das jetzt das Alte hier? Fliegenpilz. Ja, ist ja schön. Himbeeren, Getreide. Das steht hier überall drin. Das ist toll. Aber soll mir das jetzt irgendwas sagen? Moment, wenn ich jetzt hier auf Karte gehe. Ja, das ist mir klar. Aber von hier sind wir doch gekommen, oder? Ich gehe mal spaßeshalber hier hin. Du wirst deine Basis, deine Fortschritte behalten, bla bla bla. Du wirst nicht zu deinem derartigen Standort zurückkehren können. Für mich heißt das aber, dass das der alte Standort ist. Also, wir gucken mal.
Du hast die Geschichte abgeschlossen und den Sandkastenmodus betreten. Du kannst immer noch Dorfbewohnern helfen, Beute finden und dein Traumhaus bauen. Danke, dass du es hierher gespielt hast. Dann ist das wirklich die alte Gegend. Ich hoffe, du weißt, dass dir diese Aufgaben nicht leichtfertig übertragen wurden. Sie sollten dir die grundlegenden Elemente der Hexerei vermitteln. Gleichgewicht und Respekt. Wie bei allen Dingen soll das Gleichgewicht gewahrt werden. Zwischen Leben und Tod, Ordnung und Chaos, Licht und Finsternis, Natur und Mensch. Wir sind der Dreh- und Angelpunkt dazwischen. Wir müssen uns um diese Dinge kümmern. Wenn die Reiche sich nicht selbst ins Gleichgewicht bringen können, müssen wir es für sie tun. Dies ist der Weg, den wir gehen. Du kennst dich zwar ein wenig mit Kräutern und Ritualen aus, doch Respekt, ob durch Furcht oder Freundlichkeit verdient, ist die Währung der Hexerei. Aber Respekt muss auch gezollt werden. Vor allem, wenn man das Reich der Natur selbst bereist. Behalte das im Hinterkopf, Reka, mein Flusskätzchen. Setz dich in Bewegung! So, also ja, unsere... wieso ist denn jetzt hier alles wieder... Moment, der Schrein der Zeurer? Wir sind jetzt hier im Sandkastenmodus, obwohl wir eigentlich gar nicht hier sein dürften. Also laut dem Text, weil es hieß ja, wir kommen nicht mehr zurück. Ich habe gerade das Gegenteil bewiesen. Juhu! Ich habe das jetzt rot markiert, aber das ist nicht hier drin. Aber das scheint das hier zu sein. Ja. Das ist dann vermutlich die Aufgabe, von der die gesprochen hat. Achso, das kann ich noch gar nicht sehen. Moment, das war jetzt Richtung Südosten. Also fast geradeaus. So. Das muss dann die Aufgabe sein, von der die noch gesprochen hat, dass wir noch was nicht... Also, dass sie gespürt hat, dass wir noch was nicht gemacht haben. Bin mal gespannt. Nee, Südosten. Ach, da. Oh. Na, Moment, da ist... Ist das jetzt ein Dorf? Ich darf ja nicht zu nah ran, ne? Oh. Ach so, weil hier was im Weg ist. Moment. Jetzt setzen wir uns hier ein bisschen mehr auf die Lichtung. So. Es ist zu steil. Aber sonst habt ihr keine Probleme. Hier ist was im Weg. Oh, Leute. Ja, die Bäume zum Beispiel. Das ist mir schon klar, aber... Wo kann man sich denn hier hinsetzen? Warum habe ich ein wandelndes Haus, wenn ich es nicht benutzen kann? Ah. So. Wie war das? So. ja, gut. Vielleicht sollte man das ein bisschen verbessern, dass wir nicht immer die Bäume und so weiter hier im Weg hängen haben. Oh nee, ne? Das ist jetzt nie euer Ernst. Wenn ich jetzt reise, reise ich dann nach draußen? Aber dann komme ich gleich nicht mehr rein, oder? Das war vielleicht auch nicht so clever. Ich bin mir nicht so sicher. Oh, hier haben wir die Wanderung ich weiß nicht, wie sie heißen hier. Wo laufen die denn alle hin? Hm. Ich würde euch ja gerne folgen. Aber ich habe eine andere Aufgabe. Wir schauen mal. Wir schauen mal eben, ob das wirklich noch eine Aufgabe ist, weil das Dorf ist, glaube ich, nicht das Dorf, was wir kannten, oder? Das ist doch komplett woanders. Das sieht zumindest für mich persönlich jetzt anders aus. Oder? Wieso kann ich hier interagieren?
Eine Harpune. Ja, cool. Warum auch nicht? Eine Schale mit Rosenräucherwerk und Gold. Nee, das ist der Händler. Nee, das ist aber das. Aber das Dorf war doch nicht hier. Das war doch hier. Der Schrein der Zeurer. Das hat wohl irgendwas mit Kerzen zu tun. Ich glaube, das wird so eine verwirrte Folge heute. Es tut mir leid. Wir nehmen aber auf jeden Fall schon mal das Getreide mit. Die arme Frau ist schon wieder hier am Arbeiten. Ich schätze, wir müssen vielleicht doch in den nächsten Bereich rein. Da ist noch ein Brunnen. Es kann natürlich sein, dass die Brunnen sich immer wieder auffüllen, wenn man wieder zurückkommt. Kerzen. Weil Zeura ist ja nicht diese eine Frau da. Oder Gestalt, was auch immer. Da ist nichts, was ich... Hier kommt mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nichts irgendwie bekannt oder unbekannt vor. Also ja, bekannt, dass es halt die Stadt ist, ne? Aber interagieren ist wahrscheinlich wieder nur die Kerze. Das war klar. Tja. Dann würde ich sagen, das wird uns tatsächlich mal aufmachen und weitergehen. Ich wüsste nämlich nicht, was ich hier sonst noch machen könnte. Das von der alten Dame hier, das haben wir auch. Die sitzt auch nicht mehr hier. Du warst derjenige, der mit dem Essen nie zufrieden war, ne? Moment, habe ich noch irgendwas Herzhaftes hier? Haferbrei. Wahrscheinlich will er Haferbrei mit Früchten haben, ne? Wir können es aber mal ausprobieren. Ein bekanntes Gesicht. Ja, genau. Ich brauche wirklich ein kleines, süßes Mahl. Ich gebe ihn... Ich glaube, das habe ich ihm schon gegeben, aber... Ah, das tat gut. Danke dir. Oh. Ja, gerne. Was das betrifft, war es jetzt gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Was habe ich denn jetzt bekommen? Zwiebeln oder was? Hä? Okay. Gut. So, jetzt habe ich nur das Problem, dass ich nicht mehr reinkomme. Das habe ich irgendwie schon befürchtet. Vielleicht war das nicht so eine gute Idee, mich hier rauszuporten. Kann man mit dem Stuhl von außen interagieren? Ah, sehr schön, sehr schön. So, steh auf, genau. Und geh, wohin ich sage. Wo sind wir denn jetzt? Geh am besten Richtung Westen, dann sind wir schneller wieder raus. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das jetzt sein sollte mit diesen Schreien. Meine Meinung... Was ist denn das Blaue hier unten? Das... Nee, da ist aber auch was Blaues. Ach, sind das die Sachen, die ich gesäubert hatte? Moment. Da gucken wir doch mal direkt nach. Ich denke, dass das nur was ist, was wir schon hatten, aber... Da das so blau am Leuchten war... Ja, das ist der Friedhof. Das ist, glaube ich, das, wo wir gesäubert hatten. Bin mir jetzt nicht... sicher, in welche Richtung. Moment, hier ist blau.
Dafür brauchst du... Ach, den Kiefernzweig habe ich jetzt nicht dabei. Ja, natürlich. Aber wir könnten vielleicht nochmal eben säubern, um neue Sachen zu erhalten. Das fände ich ganz cool. Vorausgesetzt, ich würde einen Kiefernzweig haben. So, hier sieht er jetzt übrigens auch die Treppe. Die ist jetzt hier natürlich so ein bisschen blöd drin. Den habe ich... Habe ich den hier rein? Ich sehe die 1 hier oben nicht, aber ich glaube, das ist kein Kiefernzweig. Moment, tun wir die Sachen mal eben hier rein. Zack. Da habe ich einen Kiefernzweig, genau. Okay. Dann wird die Folge wohl nur daraus bestehen, dass wir nochmal im Alten hier ein bisschen rumwuseln. Aber ich meine, streng genommen, wir haben zwar all... Was? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch einen Kiefernzweig dabei. Wir haben zwar alte Sachen im Endeffekt, die wir jetzt nochmal machen, aber wir finden wieder neue Sachen. Oh, kleines Fischernetz. Tarotkarte. Aber ich glaube, der Mond hat nur schon. Der Mond hat nur schon. Tolles Deutsch. So, hier können wir nochmal reinigen. Schädel, schwarze Kerze. Schädel mit Pflanzen. Ja, Schädel mit Pflanzen sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Schwarze Kerzen sind natürlich auch immer gerne genommen. Schwarz und Weiß sind ja beides die Farben des Schutzes. Deswegen gerade für Hexen natürlich auch sehr beliebt. Einmal, zweimal Schädel, einmal stehendes blaues Buch, hängender Kranz. Ich weiß nicht, wie es für euch aussieht, aber ich finde, das sieht nicht so nach einem hängenden Kranz aus. Schädel. Ja, da hinten war noch eins, genau. Ach, direkt hier ist auch der Zweig, oder was? Ist das euer Ernst? Mehrere Schädelschale mit Räucherwerk. Den Zweig will ich auch. So. Wieso habe ich jetzt zwei? Hä? Ich hatte doch eben schon zwei. Aber ich glaube jetzt... Achso, das war der Finn. Ich dachte gerade, der spricht gleich mit mir. Ich glaube, dann haben wir alle hier nochmal gereinigt. Ja. Ich finde es halt trotzdem... Auf der einen... Achso, Aufgabe gelöst. Der helfende Ofen einer Hexe. Ja, ja. Ich finde es halt... Hä? Das ist halt immer rot. Das ist irgendwie seltsam. Das war jetzt der Friedhof. Also anscheinend... Entweder war das jetzt ein neuer Friedhof... Es kann sein, dass ich mich mit den Karten vertue, weil ich weiß, dass hier der Friedhof war. Aber das kann auch sein, dass das halt die letzte Karte jetzt gewesen ist. Der Schrein der Zeurer. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier blöd in der Gegend herumlaufe, werde ich den trotzdem nicht finden. Das weiß ich jetzt schon. Und das Einzige, was wir halt machen können, ist das hier hell oder dunkel zu markieren. Tja, vielleicht muss ich später nochmal hier vorbeikommen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist bestimmt irgendeine schöne Aufgabe. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt die ganze Karte nochmal absuchen wegen dem Schrein. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt erstmal tatsächlich aufmachen ins neue Gebiet. Sage. So, wir sind, was habe ich gesagt? Wir sind Richtung Westen, müssen wir laufen. Also dahin. Ich denke mal nicht, dass hier noch irgendwie ein Schrein oder sowas sein wird. Ja. Kann man auch nicht ziehen. Ne? Das ist so unlogisch irgendwie. Wir sind doch jetzt hier rechts auf die Karte gegangen, meine ich. Das müsste doch die Karte sein. Warum ist das jetzt hier leer? Und die Karte müsste doch eigentlich die Karte sein, wo wir schon mal waren. Also wo wir jetzt als letztes waren.
Ich gehe jetzt absichtlich mal auf die rechte Karte. Weil mich das hier immer verwirrt irgendwie. Reise fortsetzen. Theoretischerweise müsste das jetzt die Karte sein, von der wir jetzt gerade gekommen sind. Also nicht die, von der wir jetzt gerade gekommen sind, sondern die Karte, wo wir als letztes waren. Hier ist schon mal ein Dorf. Das ist... Hä? Das ist tatsächlich die Karte, aber die Karte, wo wir gerade drauf waren. Also jetzt verwirrt ihr mich noch mehr. Hä? Nee, Moment, das ist jetzt Norden, Süden. Reise fortsetzen. Jetzt sind die wieder ganz anders angeordnet. Also, das müsste dann die Karte sein, von der wir ursprünglich jetzt gekommen sind, oder? Nein, nicht bleiben, Reise fortsetzen. Aufgabe gelöst, der helfende Ofen. Jetzt sag mir, aber da ist ein Dorf. Also es müsste eigentlich das sein, von dem wir jetzt am Anfang der Folge gekommen sind. Moment, wir sind jetzt wieder im Süden. Norden, Süden. Da müssen wir da rausgehen. Also das mit den Karten, das verwirrt mich jetzt komplett. Bin ich ganz ehrlich? Ist das jetzt wieder die Karte, wo wir sind? Und das dann die erste Karte, theoretisch. Aber die sind jetzt wieder komplett an anderen Stellen, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder ist das jetzt hier die Karte, wo wir drauf sind und wir würden jetzt oben auf der Karte aufkommen? Das kann natürlich auch sein. Ich gehe jetzt mal hier hin. So. Wieso steht jetzt hier der Schrein der Zeurer? Ey, jetzt hört aber auf hier. Aufgabe gelöst. Das heißt, wir waren doch schon mal hier. Aber ich bin jetzt komplett auf die linke Karte gegangen. Ey, so langsam falle ich hier vom Glauben ab. Jetzt sind die Karten wieder alle verschoben. Aber ich habe wieder nur die Möglichkeit, hier links hinzugehen. Aufgabe gelöst. Also so langsam fühle ich mich wirklich verarscht. Muss ich mich hier an den Fluss orientieren oder... Weil das ist doch jetzt... Weil hier steht ja schon Aufgabe gelöst. Ist das jetzt eine neue Karte oder nicht? Ihr verwirrt mich wirklich komplett. Also ich... Nee, ich will eben nicht... Moment, hä? Das ist doch Osten. Ich wollte nach Norden gehen. Da ist Norden. Wieso gehe ich dann raus, wenn ich da rumgehe? Können wir uns hier irgendwo ein bisschen im Freien vielleicht hinsetzen? Das wäre Wasser, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so die richtige Stelle, wo ich mich hinsetzen sollte. So, Moment. Können wir uns hier hinsetzen? Also so, ohne dass hier irgendwas verbuggt. Anscheinend... Ah nee, das ist von dem Ding selber, okay. Ja gut, wir haben einen Baum im Bett, aber ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt hier, weil das wollte ich nämlich jetzt mal gucken. Aber hier die Truhe ist zu.
Und soweit ich weiß, schließen sich die Truhen meiner Meinung nach nicht. Das heißt jetzt was? Fiole mit Pflanzen. Dass wir jetzt hier richtig sind, oder was? Aber hier steht doch Aufgabe gelöst. Das heißt, das muss doch eigentlich eine alte Karte sein, oder nicht? Also den Teil, bin ich ganz ehrlich, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Alte Karte, neue Karte, kann ich hier... Ach nee, es ist kein Weizen, schade. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das jetzt auch irgendwie alles ein bisschen verwirrt habt oder ob ihr vielleicht irgendwie was herausgefunden habt, wie man dahinter steigen kann. Also ich orientiere mich oder versuche mich jetzt daran zu orientieren, dass wir drei Karten auf dieser Übersichtskarte, sag ich jetzt mal auf dieser Weltkarte in Anführungszeichen, liegen haben. Die ganz rechte war unser Startgebiet, nehme ich an. Also haben wir, glaube ich, auch bewiesen jetzt, weil wir da ja dieses Sandbox-System haben. Als wir wieder in die zweite Reihe sind, hätte der eigentlich auch sagen müssen, dass wir da in diesem Sandbox-System waren, weil wir haben ja die Prüfung bestanden und alles. Aber der hat nichts gesagt. Und das ist das, was mich jetzt nochmal zusätzlich verwirrt hat. Weil wir haben ja alle Aufgaben gemacht, bis auf diese Sache mit dem Freund der Krähen. Aber da konnten wir ja irgendwie dann auch wieder nichts machen, als wir da waren. Also das verwirrt mich ehrlich gesagt alles nochmal. Ich vermute, dass wir da nochmal ein bisschen hin und her reisen müssen. Keine Ahnung. Aber auf der dritten Karte sind wir jetzt, denke ich zumindest, angekommen. Ich werde in der nächsten Folge da mal schauen, ob ich hier irgendwelche Sachen nochmal neu finden kann. Oder ob wir da jetzt tatsächlich nur die alten Sachen finden. Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt nur alte Sachen finden, dann brauche ich die Folge gar nicht erst hochzuladen. Aber wenn wir da doch noch was Neues finden, dann, naja, sagen wir einfach mal so, drückt mir die Daumen, dass ich da noch mal was Neues finde, weil das verwirrt mich gerade immer mehr. Also ich finde das Spiel immer noch unheimlich geil. Ich finde auch die Grafik so unheimlich geil, wie das alles gemacht wurde und von den Farben her, so dieses Herbstliche. Aber das mit den Karten? Also ich hätte es besser gefunden, und das werde ich den Entwicklern auch noch mal mitteilen, wenn da zumindest der Name von der Stadt drin gestanden hätte, bei diesen Karten. Dass man sich daran so ein bisschen orientieren kann. Weil irgendwie habe ich es nicht ganz verstanden. Dann war die Karte mal oben, dann war die Karte mal unten. Ich meine, das hat beeinflusst, ob wir im Norden oder im Süden reingekommen sind. Aber jetzt sind wir auf der dritten Karte und er hat jetzt nichts gesagt, als wir wieder in der zweiten Karte waren vom Sandbox-System. Aber abgeschlossen haben wir die Prüfung. Also, wie gesagt, das ist alles für mich ein bisschen verwirrend gerade, deswegen... Wir machen auf jeden Fall hier erstmal einen kleinen Cut und ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge feststellen werden, dass wir hier auf der richtigen Karte sind, also auf der nächsten, dritten Karte und dass wir dann auch entsprechend einiges Neues hier finden werden. Ich werde dann zu Fuß hier nochmal ein bisschen in der Gegend rumlaufen. Ja, zu Fuß ist logisch. Ich habe ja noch keinen Besen. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Besen kriegen zum Fliegen, was aber eigentlich ganz cool wäre. Also sollte mal ein Entwickler zuschauen, gerne noch einen fliegenden Besen einfügen. Der dann aber auch ein bisschen schneller ist als wir selber. Das wäre halt auch ganz cool. Ja, ansonsten, ihr kennt das ja, dass ich öfter mal verwirrt bin, aber jetzt bin ich komplett verwirrt hier in dieser Folge. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, ob euch das Ganze jetzt auch verwirrt hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn wir hoffentlich diese neue Karte, Fragezeichen, erkunden können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen... meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!